Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground Nr. 2, jawohl. Und wir müssen noch ein paar Rennen fahren, diese Folge habe ich gehört. Ich habe gehört, das ist so ein Spielfeature und ich würde sagen, wir machen erstmal hier ganz oben. Wir haben uns jetzt von Walda. Das kann man aber irgendwie ein bisschen leiser machen, das ist ja, das brüllt mich geradezu an. Wir arbeiten uns von oben nach unten durch und dann zuletzt die zwei Underground Racing League Rennen am Flughafen. Und die werden wahrscheinlich auch am Flughafen stattfinden, das heißt auf dem Flughafen wird irgendwas, wird irgendein Gebiet abgesteckt, wo wir dann lang düsen dürfen, das wird lustig. Wenn ich sage, das wird lustig, dann meine ich, dass ich ein bisschen Angst davor habe. So, das Ganze läuft wieder auf 60 Frames die Sekunde, sehe ich gerade. Ich habe jetzt übrigens auch angefangen, ein paar Spiele auf 60 Frames die Sekunde zu rendern, wenn sie mit 60 Frames die Sekunde durch... Oh, kann sie gleich durchlaufen, meine ich. Ja. Darunter zum Beispiel dieses Spiel. Und Banished, glaube ich, auch. Also, ist eigentlich egal, das seht ihr dann, ne? Bei der Auswahl ob 1080p oder 27p steht immer noch eine 60 dahinter, das heißt, das läuft in 60 Frames die Sekunde ran. Wenn es da steht, steht es da, wenn nicht, dann nicht. Ich meine, im Video macht es, glaube ich, nicht unbedingt den Unterschied. Jedenfalls würde mir kein Unterschied großartig auffallen. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben, ne? So, ich habe jetzt hier diese merkwürdige Bildschirmauflösung. Das ist zwar diese 1024x768 habe. Aber schon wieder Fullscreen. Das ist ja wie merkwürdig. Im Video passt es komischerweise. Das ist nicht so merkwürdig verzerrt. Aber was soll's. Ist irgendwie komisch. Hep. So, da ist der erste Rundkurs und wir hoffen mal, dass das Spiel wieder abschmiert. Habe ich keine Lust zu. So, mein Taschen ist Platz für deine Knete. Ja, ja. Damit ich meine Lady heute einfach dein Geld einladen kann. Ja, du, die wäre bei mir besser aufgehoben, du. Da kannst du auch mal von ausgehen. So, stopp mal da drin hier, Mädchen. Ist das deine Perle? Die von unserem Geld einladen möchte? Ich weiß es nicht. War das davon gerade wirklich ein Nissan Skyline? Das ist mies. Jetzt ist er wieder ein bisschen in Störung. Ja, komm, das ist gar nicht so schwer. Ich hab's nur noch im Kopf so halbwegs. Junge, mach Platz. Wow. Autsch. Es ist ein Nissan Skyline. Ja, es ist ja ein Traum. Das heißt, wir fahren gleich mal ein Rennen gegen das stärkste Auto hier im Rennen. Also beziehungsweise, naja, stärkste Auto weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie man die Autos tunet wahrscheinlich. Aber das Auto kriegt man zu allerletzt in diesem Spiel. Das kann ich ja verraten. Ich muss ja jetzt, glaube ich, nicht so tun, als würde ich dieses Spiel nicht kennen. Das muss, glaube ich, nicht sein. Ich habe das Spiel so oft gespielt, habe es schon so oft durchgespielt. Und es ist trotzdem geil. Oh. Es hat sogar halbwegs funktioniert. Ich sagte halbwegs, ja. Ich sagte halbwegs. So, wir quetschen seinen Skyline wieder vorbei so ein bisschen. Oder wir drehen ihn einfach mal. Tschüss. So, ich habe ja nicht gesagt, dass ich habe ja nicht gesagt, dass ich der beste und fairste Rennfahrer bin. Ich hätte ihn jetzt einfach mal weggeschoben. Der war mir jetzt ein bisschen zu aufmüpfig. Aufmüpfig ist auch so ein komisches Wort. Aufmüpfig. Schön. Es gibt aber ziemlich viele Wörter, die irgendwie komisch klingen, wenn man sie mehrfach laut und deutlich ineinander ausspricht. Zum Beispiel mollig. Wenn man das laut mehrfach ausspricht, dann klingt das wirklich komisch. Gibt es ziemlich viele Wörter sogar, die so da... Wow. Langsam komme ich klar mit diesen 120 Frames pro Sekunde. Auch wenn das absolut ungewohnt ist, wenn ich ehrlich bin. Hui. So, einmal hier rum. Wow. Ich habe nichts gesagt. Was ich vorhin gesagt habe, vergesst es bitte. Was ist das für ein Rundkurs? Vor allem zwei Runden. Oh Gott. Das kann ein bisschen dauern. Mal gucken, wie lange wir für die erste Runde brauchen. So lange brauchen wir ungefähr auch für die zweite Runde. Ich würde aber sagen, für die zweite Runde grundsätzlich würde ich erstmal ein bisschen was abziehen, weil dann kennen wir die Strecke ein bisschen besser, können das alles ein bisschen besser einschätzen. Ich lehne mich aber mal nicht zu weit aus dem Fenster und sage, es müsste ungefähr gleich sein, weil den Verkehr können wir ja nicht beeinflussen. Wenn es da einer auf einmal hinter der Kurve so ein bisschen im Weg steht, war es das. So, einmal hier rum. Zum Glück gibt es ja keine Schäden an den Autos. Boah, das Auto müsste so schlimm aussehen nach jedem Rennen. So, dann hast du ein Driftrennen, weißt du, so während dem Driftrennen erstmal so fünfmal die Reifen auswechseln, weil die dann einfach so schnell kaputt gehen, weil.
Was hatten die mal gesagt für irgendeinen Fast and the Furious Film, die ehrlich gesagt mittlerweile echt scheiße sind. Aus dem einfachen Grund, gerade Fast and the Furious 5. Weiß schon. Dein Chaco Doro, wie auch immer das Lied ging. Es hatte weniger mit den Autos zu tun, als vielmehr mit irgendwelchen illegalen Aktivitäten, irgendwie diesen Tresor da aus der Bank rausziehen. Der beste Film ist immer noch Tokyo Drift. Da kann mir niemand was erzählen. Tokyo Drift ist immer noch der geilste Film der ganzen Reihe. Einfach nur geile Autos, ein richtig gutes Rennkonzept. Es passt einfach alles. Dann noch in Tokio, mega einfach, mega. Wow. Hoppala. Also Tokyo Drift ist echt der geilste Film der ganzen Reihe. Muss man einfach mal so sagen. Also gerade die 5, weiß ich nicht. Das geht da irgendwie mehr um irgendwelche illegale Aktivitäten, diesen Safe da aus der Wand rausbrechen. Wie auch immer das funktionieren soll, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann noch damit durch die Stadt fahren und einfach nur irgendwelche Polizeiautos kaputt fahren. Es rutscht so ab in Richtung GTA irgendwie, weißt du? Es geht wirklich mehr so in Richtung Grand Theft Auto dann mit diesen illegalen Aktivitäten. Wenn nur irgendwelche Bandenkriege. Aber die prügeln sich da auch oft genug und ballern auch oft genug durch die Kante. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel wir für die erste Runde gebraucht haben. Ich glaube, es waren 2,58 oder 2,54 oder sowas. Oder 2,48, einmal so in den Dreh rum. Also knapp 3 Minütchen. Das Geile ist, früher auf YouTube war es ja so, dass man nur 10 Minuten Videos hochladen konnte. Das heißt, wir könnten hier nicht mal 2 Rennen fahren pro Folge. Wenn wir jetzt schon für das Rennen ungefähr 6 Minuten brauchen, kriegen wir nicht noch ein Rennen hin. Das ist heftig, ne? Schon krass. Und da beschweren sich manche tatsächlich, dass die 20-Minuten-Folgen so kurz sind. Dass 20-Minuten-Folgen kurz wären oder wie auch immer. Meine Folgen sind eh irgendwie nie 20 Minuten so richtig. Also manchmal so annähernd, aber irgendwie, naja, sonst irgendwie nicht so. Ich sag nur Fallout 4, das kürzeste Video war irgendwie 1/2 Stunde. Und das längste 1/3 Stunden. Ja. Aufnahmestand, also Stand 20.05.2016. wahrscheinlich werden wir in irgendeiner der nächsten Fallout-Folgen die 2 Stunden knacken. Könnte ich mir vorstellen. Ja, gut. Warum auch nicht? Hui, einmal fliegen. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Das geht, glaube ich, gar nicht so. Ne? Vorsichtig. Besser. So. Und zack. Ja, 6 Minuten ungefähr für das Rennen. Alter Schwede. Und es war tatsächlich in Skyline. Oh, guck mal, da hat sich wieder auf dem 3. Platz vorgearbeitet. So, was da gerade so rumklickert. Kleinen Moment. Ist eine Energy-Trinkdose. Weil ich heute ein bisschen was aufnehmen muss. So. Muss noch ein bisschen was machen. Da muss ich mich noch ein bisschen bei Energie halten. Also, Energie ist gut. So, 200 Rufpunkte, 350 Kohle. Ja, danke, nehme ich. Ist gar kein Problem. Muss einmal rückwärts hier raus. Hep. Jum. War nicht so schlecht. So, zeig mal her hier. Oh. Das wollte ich so nicht, aber okay. Hey, was war das denn? Willst du mich verarschen? So, da oben ist ein Stern, aber da warten wir noch ein bisschen. Da warten wir noch, bis die Karte noch ein bisschen geiler aussieht, wenn ich ehrlich bin. Da müssen wir noch. Oh, Entschuldigung. Müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Müssen wir noch ein bisschen gucken dann. So. Wo ich. Da bist du. Das ist der gleiche Typ wie vorhin. Also jedenfalls von dem Text her. Ich weiß gar nicht, wie der andere jetzt hieß, hab ich gar nicht drauf geachtet. So, da ist unsere schicke Karre. Und ich habe die Lichter tatsächlich absichtlich so gelassen. Ne? Bei diesem Toyota Corolla war es ja so ein bisschen Markenzeichen, sag ich mal, dass diese Lichter so rausfahren, wenn man das anmacht. Ne?
Das habe ich extra so gelassen, habe extra nichts Neues eingebaut, weil ich das halt behalten möchte. Weil das halt ein Markenzeichen ist und ich denke, das sollte man nicht verändern. Das sollte man nicht rausmachen. Abgesehen davon sieht das einfach am geilsten aus. Tut mir leid. So. Wow! Scheiße. Schön mitgenommen und noch einen anderen mit blockiert. Das gefällt mir. So, 400 Sekunden. Na gut, 500 Sekunden. So, komm mal ran da. Lass mal ran da, denn sie will ja. Was? So, hoppa. Einmal fett vorbeigeslidet. Das gefällt mir. Gibt's ein Spiel von Fast and Furious Tokyo Drift? Wäre wie geil. Weiß ich nicht. Würde ich feiern. Genauso wie so ein Metro als MMO. Meinetwegen auch als MMORPG. Oder nur als RPG. Vielleicht nur als RPG. Also nicht als RPG oder MMORPG. Weiß ich gar nicht. Man könnte es ja vielleicht so machen, dass man das alleine spielen kann oder halt auf einem Server oder so, weißt du? Das würde ich so feiern. Da so in der, einfach so in der Metro, weißt du, suchst den Job aus oder was? Oder sagst, nö, du hast da keinen Bock an der Station zu bleiben, du gehst, weiß nicht, versuchst bei der Hansa reinzukommen oder gehst zum Reich oder zur Polis oder weiß der Teufel wohin. Oder du wirst irgendwie, du hast so einen Händler und fährst von Station zu Station mit deiner Karawane. Oder du wirst Stationswache oder sowas, das wäre voll geil. Oder du wirst einfach nur ein einfacher Schweinefarmer oder Pilzzüchter oder sowas. Schweinefarmer oder Pilzzüchter, also andersrum. Schweinezüchter oder Pilzfarmer, das wäre voll geil. Das würde ich so feiern. Wo da auch alle ihren geregelten Tagesablauf haben und so und wo auch mal Überfälle passieren oder sowas. Das wäre halt als MMORPG so Überfälle planen und so und mit so Banditengruppen oder irgendwelche Stationen überfallen, das wäre voll geil. Oh, ich würde das so feiern. Aber, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht schwer umzusetzen, ne? So, Corolla, Lancer, Seliza und 106. Ach, das andere war ein Lancer. Der Gabriel. Ja, fast 2 Sekunden hinter uns, die Pussy. Und meint, er will unser Geld haben. Haha. Mhm, Fahrwerk. Holt aus deinem Wagen echtes Rennsport-Feeling raus. Neue Fahrwerke sind in jedem Tuning-Shop oder bei Megaloparts lieferbar. Okay. Einer meiner Kontakte hat mich gerade angerufen, weil wohl ein Fotograf von Hot Force in der Stadt ist und nach heißen Wagen für das nächste Titelbild sucht. Fahr zum Stern verkauft, ich melde mich wieder, wenn du da bist. Sucht noch nach einem neuen Helden, also gib richtig Gas und du bist auf dem Cover. Ja, später. Das kommt alles später. So, hier haben wir noch einen Drift. Ah, das gefällt mir. Einen Drift nehmen wir doch gerne. Nehmen wir das sehr gerne. So, eine Seherkarte hätte mir einen Kommentar geschrieben. Es ist schön, wenn mein Handy vibriert, auch wenn ich sage, es soll das Maul halten. Das ist immer toll. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, weißer Teufel. Man hört es, glaube ich, aber in den Aufnahmen nicht. Also, klingt irgendwie komisch, nur Vibrationen hören. Weil, ist ja Vibrationen nicht Ton, aber man hört ja auch eine Vibration. Wir haben eine Nachricht. Aha, richtige Gruppentechnik ist im Südex der Schlüssel zum Erfolg. Wagen mit guten Handling haben auf diesen eng schwierigen Strecken. Ja, aber das weiß ich doch schon. Das ist doch nichts Neues. Also, was willst du von mir? Ich meine, wow. Ja, voll reingesetzt. Schön. Mal schön auf die Handbremse gedrückt, trotzdem voll reingeknallt. So. Entschuldigung. Einmal Money. Hier kam schon Money. Kennt das jemand? So. Oh, das ist ein guter Drift. Das ist ein sehr guter Drift. Da kriegen wir auch nicht Punkte. Nee, wenn du meinst, dass meine Rückleuchten nicht zu sehr blenden. Ja, ich bleib immer hinten. Entschuldigung, das mache ich beim Drift so. Tut mir sehr leid. So, den Grund kennt man ja. Ich habe einfach keine Lust, dass die mich irgendwie wegschieben und mir irgendeinen Drift versauen. Deshalb bleibe ich immer ein bisschen weiter hinten. Ist, glaube ich, okay, ne? Ich denke, wir gucken mal hier so ein bisschen. Gucke, wir sagen hier schon ordentlich Punkte ein. Ja, ja. 6000 Punkte haben wir schon. Und wir können hier eigentlich jede Kurve mitnehmen, wenn wir ehrlich sind. Wir können ja eigentlich die ganze Zeit einfach nur so durch. Siehst du, da hat sie mich gerade gekracht. Da haben sich zwei gegenseitig weggeschoben. Genau das will ich verhindern. Weil ich keine Lust habe, dass sie mir irgendeinen guten Drift versauen. Zum Beispiel den hier, weißt du? Sind knapp 4000 Punkte, wenn die mir den versaut hätten. Boah. Voila.
Guck mal, alles so 18.000, 17.000, letzte so 8.000. So voll die Lusche. Hat bestimmt so einen 10.000-Punkte-Sprint verkackt. So, wir sind wieder unangefochten, aber noch nicht vollständig auf Platz 1 angelangt. Es ist tatsächlich ein bisschen schwerer. Aber wie gesagt, mit dem Opel würde ich hier volle Kanne durchdrehen, weil der hinten sehr instabil ist tatsächlich. Wobei wir das natürlich auch bei der Karre machen könnten, aber das müssen wir irgendwie vor jedem Rennen, müssen wir irgendwie was anderes dann Feintuning für Streetex, die Handhabbarkeit richtig hoch, für Drift hinten die Stabilität richtig runter, damit wir sofort wegfliegen. Boah, das wäre ein bisschen zu viel Arbeit. Wir nehmen so, wie es ist, wir sind immer noch Erster, guck mal mit. Jetzt knapp 10, ein bisschen mehr als 10.000 Punkten Vorsprung, so 12.000 Punkte sind es, yeah. Hat schon ein bisschen was von Tokyo Drift, außer dass wir halt keine Rennen fahren, sondern nach Drift Punkten gehen, ne? Bei Tokyo Drift fahren ja richtig Rennen in diesem Parkhaus, ne? Boah, so krass, ne? Und dann diesen Drehwurm da hoch aufs Dach. Boah, ist schon krass. Ist schon geil. Ist schon mega geil auf jeden Fall. Da sagst du nix. So. So, wir sind schön weit vorne. Haben noch ein bisschen was. Haben noch ein bisschen Abstand zur Not. Jetzt nicht. Und wir driften hier uns quasi die Reifen kaputt, bis wir nur noch auf den Felgen fahren, selbst die abgefahren sind. Also auf den Radkappen. Ist eigentlich, nee, Radkappen sind es ja nicht, ne? Radkappen sind was anderes als Felgen. Die Radkappen sind ja Deko. Und die Felgen sind halt wichtig, weil da der Reifen drauf ist. Oder was andersrum? Nee, es war so rum, ne? Ich habe da so keine Ahnung von. Das ist total peinlich. Ich glaube, es war so rum. So, wir sacken noch ein paar Drifts ein. Guck mal, 100.000 Punkte vor der Win, Mensch. Yeah. Ach, guck mal, wer da ist. Bestimmt der Letzte da mit den Punkten. Nee. So, 103.000 Punkte, aber was ist da los? Was denn da los? Was ist da los? Wow, da sind wir gerade mal rausgeflogen. Naja, was soll's. So. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Und zwar mit einem ziemlich guten Vorsprung. 115.760 Punkte. Im Vergleich zu knapp 89.000, 82.400 und nicht mal 75.000 Punkten. Ist das was wert? Ja, wollte schon sagen, ne? 300 Rufpunkte ist das Mindeste, was wir hier kriegen sollten. Und wir haben 16.100 Euro oder Dollar, wahrscheinlich Dollar auf der hohen Kante. Das ist nicht sonderlich viel. Jetzt haben wir 16.444 und die Kamera ist natürlich umgestellt, auch schön. So, wo müssen wir als nächstes hin? Bist du ein Rennen, sag mal? Ja, du bist ein Rennen. Okay, dann fahren wir erstmal da hin. So. Dann fahren wir doch da erstmal hin. Ist schön, wenn mein Handy dauernd vibriert. Ist echt geil. Das ist Technik manchmal, ne? Ja. Ist wie ein Computer. Der macht auch manchmal Dinge, wo man sich fragt, hä? Also wirklich, ne? Hä? So, einmal schön um 180 Grad gedreht. Ach, hier ist das Rennen. So. Ich wollte das jetzt hier suchen. Du willst doch nicht im Ernst mit diesem Wrack hier mitfahren, oder? Doch, doch. Und wehe, du stehst mir mit deiner traurigen Karre im Weg. Nö. Oh, da wird genug Platz zwischen uns beiden sein. Und du bist der Hintere. Zwei von uns beiden... einer von uns beiden ist dümmer als ich. Kapiert? Voll die schlechte Beleidigung. Na, schiebe ich ein bisschen oder was? So. Aha, er will zurückschieben. Das kannst du aber mal voll knicken, Kumpel. Da kannst du voll knicken. Wow. Miese Kurve. Du musst vielleicht mal ein bisschen mehr mit der Bremse arbeiten in den Kurven. Aber auch nur vielleicht. So, wir sind Zweiter. Den ersten kriegen wir auch noch. Boah, Alter, was ist das für eine Kurve? Oh Gott. Guck mal, der hat Unterboden-Neonlichter. Oh. Voll der Adlige unter den Rennen oder den Rennfahrern. Ich finde das Unterboden-Neon so hässlich. Ne? Das sieht so doof aus einfach. Ich weiß nicht. So, Erster geworden. Tschüss, Freunde. Wir sehen uns in der Ziellinie, ne? Ich weiß gar nicht, wenn man die SMS geschrieben hat. Schon der Letzte. Würde mich nicht wundern. So, Vorsicht. Würde mich irgendwie überhaupt nicht wundern. Aber wahrscheinlich ist es der Zweite. Ich glaube, war es Borwin? Ich weiß es nicht. Hey. Autsch. So, fett rausgeflogen erstmal. Auch nicht schlecht. Kann man mal machen. Jetzt fliegen wir da unsere kleine Fliegen. Das ist auch toll.
So, kann er fliegen? Juhu. I believe I can fly. Ich soll ja nicht ziehen. Ich weiß. So, 1,20. Alles klar. So, wow. Miese Dreckskurve. Ich vergesse auch immer die Bremse einzusetzen, ehrlich gesagt, weil wer bremst, verliert, weißt du? Trifft's hier eigentlich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Außer bei dieser Kurve, da muss man echt mal hier, da muss man echt mal. Eigentlich könnte man hier auch schön rumdriften. Aber ja, ich weiß ja nicht. Das Problem ist, wenn wir hier rausfliegen aus der Kurve, werden wir halt dann wieder letzter, weißt du? Entschuldigung, ist ja auch nicht so geil. Ich hätte da einen Aufschluss wegen die Energy Drinks. Auch toll. Ja. So. Hä? Was war das denn? Was war das? Bin ich mit Pfütze gefahren oder so? Ich meine, es sieht ja aus, als ob es regnet, ne? Ja, doch, es regnet. So ein bisschen auf jeden Fall. So, diesmal nicht rausgeflogen. Noch ein bisschen Power Slide. Nochmal 50 Nitro dazu gekriegt. Sehr schön. Da gehen wir mal ein bisschen Gummi, pam, und los geht's. Schwumm. Ach, nur eine Runde, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung, wow. Ja, das hat's gerade rausgerissen, Freunde. Das, wow, gut, dass wir das Nitro eingesetzt haben, das hat uns jetzt voll den Vorsprung gegeben. Ich bin begeistert. Also, auf jeden Fall. Was ist das? So, vorsichtig. Ach ja, ach ja. Juppa, Vorsicht. Kennt ihr schon den neuesten Feministinnenwitz? Den bring ich den jetzt, ist egal. Sitzen zwei Feministinnen am Frühstückstisch. Sagt die eine, Michaela, gibst du mir bitte die Salzstreuerin? Sagt Michaela, nee, Entschuldigung, geht nicht, ich habe eine Muskelkatze. Kennt er bestimmt schon, ne? Ist total schlecht. Ist total schlecht. Weil man sagen muss, auch so richtige Hardcore-Feministinnen trifft das tatsächlich zu. Es war ja mal sogar im Gespräch, den Begriff Computer durch Computer zu ersetzen, weil ja Computer auf er endet. Und das ist ja männlich. Und das ist ja voll diskriminierend gegenüber der Frau. Da kann man eigentlich nur den Kopf durch die Tischplatte durchschlagen. Weißt du? Oder durch die Wand einfach, durch so einen fetten Betonpfeiler von so einer Brücke einfach durchschlagen. Wie man auf so eine Idee. Alter, Headset. Mach keine Scheiße hier. Meine Güte. So, zwei Rufpunkte haben wir, das ist doch ganz schön. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Lackierte Auspuffblende. Präsentiert alle Loser und hinter dir einen echten Hingucker, wenn du mit einer individuellen lackierten Auspuffblende davon ziehst. Die meisten neuesten Farben gibt's in jedem Lack- und Dekorshop mit Wayview. Ja, nö, ist jetzt nicht so geil. 17.000 haben wir knapp auf der hohen Kante. Die hohe Kante wird langsam ein bisschen eng da. Den dann. Ach, wir haben. Ja, wir haben ja noch einen Drag-Rennen. Oh Gott. Noch ein Drag-Rennen. Oh. Okay, wir nehmen noch den. Den nehmen wir nochmal mit gerade. So. Nee, ich hab eine Muskelkatze. Ist so doof eigentlich. Nichts gegen Feministinnen, sondern nur gegen Hardcore-Feministinnen, die wirklich. Jeden Scheiß geändert haben wollen. Zum Beispiel dieses Computer durch Computer A. Es ist so blöd einfach. Ohne Mist. Es ist so dumm. Also wirklich, es ist einfach dumm. Also man kann es dann auch echt übertreiben. Aber naja. Oh, was muss dann? Das soll jetzt nicht heißen, dass ich gegen Feminismus oder sowas bin, sondern halt gegen diese Hardcore-Feministinnen, weißt du? Ich bin auch gegen Hardcore-Vegetarier, die der Meinung sind, sie müssten jedem irgendwie ihre Ernährungsweisen aufdrücken. Das ist genauso scheiße. Also nicht nur Vegetarier, sondern auch Veganer und Frutarier. Und was es da noch alles so gibt, was weiß ich, was da noch alles gibt. Die dann irgendwie der Meinung sind, ja, meine Ernährung ist die tollste. Meine Ernährung ist die schönste und die beste. Ah, alter Junge, verpiss dich. Weißt du, und ja, und... Bei meiner Ernährung sterben keine Tiere. Und wenn du Tiere isst, dann bist du voll das Arschloch. Oh, wenn ich sowas höre, geht mir das Messer in der Tasche auf. Oder ich esse nur Früchte vom Baum und von Sträuchern, ja? Und du isst Tiere, das finde ich nicht toll. Wie kannst du das nur mit deinem Gewissen vereinbaren? Weißt du, ess deine Früchte und lass mich in Ruhe.
Ohne Mist. Ich hab da echt nichts dagegen, wenn jemand nur Früchte isst. Auch wenn das vielleicht nicht unbedingt gesund ist, weil im Fleisch sind halt doch gewisse Stoffe, die man fürs Leben braucht, die man aus Früchten nicht unbedingt bekommt. Aber das ist was anderes. Das ist egal. Ich meine, ja, wenn es schmeckt, den ganzen Tag nur Früchte zu essen, weiß ich nicht, könnte ich nicht. Dürfte ich auch gar nicht. Kannst du nur Früchte essen? Alter Schwede. Ja gut, wenn es schmeckt, wenn es schön macht, weiß ich nicht, dann bitte. Das gilt auch für Vegetarier und Veganer und was weiß ich, was da noch alles gibt. Da gibt es noch irgendeine richtige Hardcore-Version, die essen nur das, was vom Baum gefallen ist. Oder irgendwie nur das, was von der Pflanze abgefallen ist oder so, ich weiß es gar nicht. Also die pflücken nicht mal einen Apfel vom Baum. Weil das bringt ja den Apfel um. Und wenn er halt auf dem Boden liegt, dann ist er ja schon tot. Und dann kann ich ihn noch essen. Also so nach dem Prinzip funktioniert das dann. Ich weiß nicht, wie die heißen. Sind wieder keine Fruchttage, das ist irgendwas noch krasseres. Ja, sollen sie machen. Habe ich kein Problem mit. Finde ich ein bisschen komisch, weil wenn es auf dem Boden liegt. Ja, weiß ich nicht. Wer weiß, was da schon alles dann dran war, weißt du? Weiß ich nicht. Muss nicht sein. Aber solange sie das machen und nicht irgendwie jedem ihre Ernährung aufdrücken wollen, weißt du, dann ist das für mich okay. Wenn sie das dann machen wollen, dann... Entschuldigung. Ciao. Kannst dich gepflegt verpissen. Und mir an meinem Hintern lecken, ja, mir an meinem Fleisch fressen, also Fleisch fressen, Hintern lecken, das klingt irgendwie falsch. An meinem Fleischfresser Hintern lecken, das klingt schon eher richtig. Ja, ich esse Fleisch. Ja, ich esse jeden Tag Fleisch. Und ja, ich esse es gerne. Stell dir vor. So, jetzt können die ganzen Vegetarier und Veganer, diese Hardcore-Typen, gerne mit ihren Hate-Kommentaren kommen und meinen, das ist voll ungesund und deswegen sterben Tiere. Ja, ist mir egal. Also nicht, dass Tiere dafür sterben, sondern was ihr davon haltet, ist mir ziemlich bewusst. Weil ich gehe nicht zu einem Vegetarier und sage, du isst mir Salat, das ist doch voll scheiße, erstmal ein Stück Fleisch, das ist voll geil. Ich will ja auch niemanden... Boah. Ja, toll. Vielen Dank. Es ist ja traumhaft. Vielleicht wieder die Strafe dafür oder was, dass ich über dieses Thema rede, das gibt's doch gar nicht. Ja, hört mich doch am Sack, Alter. So kurz vom Ziel, das war... Ja, wir werden Zweiter. Ja, schön. Freut mich. Das darf doch nicht wahr sein. Weil wir an diesem... Kotzen. Scheiße. Das ärgert mich. Ja, mit so einem geringen Abstand, das darf doch nicht wahr sein.